Okay, jetzt sind wir hier anscheinend am Flughafen und müssen das Flugzeug erwischen. Endlich. Habe ich mich ja richtig schon drauf gefreut, jetzt auf das Kapitel hier. Beziehungsweise wahrscheinlich dann das nächste, wenn wir auf dem Flugzeug sind. Und bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier komplett falsch bin. Ja, ich bin ja wohl komplett falsch. Vielleicht hier hoch? Nö. Ah, ja, doch. Ach, na, oh Mann. Anscheinend geht's auf der anderen Nur für einen Seite blöden raus. Schatz. Ah. Okay. So, nochmal versuchen. Sag nix. Ich weiß, was ich tue. Mist. Naja. Bist du okay? Ja. Ja, fantastisch. So, und mir fällt auch gerade auf, wir haben jetzt Kommt endlich. durchs Fenster raus. Wir haben jetzt endlich mal unser cooles Dschungeloutfit an hier mit Schal-Patronengurt, wie man schon im allerersten Trailer gesehen hat. Ich fange immer mit Trailer an, aber ich habe echt so lange auf dieses Spiel gewartet und die Trailer haben mich sozusagen am Leben erhalten. Schiebe, du lenkst. Ich verbacke mich hier irgendwie gerade. Was muss ich machen? Ach so, okay. Also, es geht gerade nicht schnell, also nur falls ihr euch fragt, warum ich hier so langsam mache. Wie weit noch? Fast geschafft. Mach weiter. Hast Oder du muss ich mal irgendwas nach Schlüsseln drücken? geguckt? Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Los, los, es rollt weg. Ich kann es nicht mehr halten. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier. Oh! Ah, da habe ich gerade richtig zusammengezuckt. Ja, das glaube ich. Das hat wehgetan. Okay, was haben wir eigentlich für Waffen? Wow, acht unglaubliche Schuss für eine Pistole mit Schalldämpfer. Na gut. Ich würde diese Pistole mit Schalldämpfer gerne benennen und ich habe nur leider keinen Namen für diese Waffe. Ich kann sie einfach Günther nennen, aber das ist dann irgendwie doch ein bisschen dämlich. Ich habe nämlich noch nicht herausgefunden, wie diese Waffe heißt. Wahrscheinlich Pistole mit Schalldämpfer, aber das wäre zu einfach. Mann, was für ein Vogel. Hä? Wo denn? Wo denn? Das ist ein Haus. Das ist kein Flugzeug. Du Trottel. Moment, aber das da ist ein Flugzeug. Ach ja, ich bin ein Trottel. Naja, sieht man auch gar nicht so, aber. Na gut, muss ich denn hier runter? Wahrscheinlich habe ich wieder 38 Trilliarden Schätze übersehen. Ist mir aber egal. Auf was schießen die? Haha, sehr gut. SAS, sehr schön. Ich nenne die einfach Sp Doch, nein, ich sag ruhig SAS, weil ich glaube, Spaß ist der richtige Name. So, sehr gut. Wunderbar. Gleiches Spiel? Ja, das könnte noch mal klappen. Ach so. So, Moment, ich bin gerade zu blöd, um Kreis zu drücken. Da, wo es gefordert wird. Nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Warum? Ach so. Ach, Moment. Haben die mich schon gesehen? Das ist doch ein Scherz, also.
Kann sein, dass sie irgendwie dämlicher als in Uncharted 2 sind. Okay, der guckt nach da, der guckt gegen das Auto und der andere, der wird wahrscheinlich Musik mit MP3-Player hören, von daher ist das gar kein Problem, ihn hier einfach auszuschalten. So, die anderen denken jetzt erstmal, was war das für Geräusch? So, Metal Gear Style. So, jetzt guckt er erstmal, wird gleich zu mir hier laufen. In dieser Zeit werde ich aber schon den hier ausschalten. Nein, nicht, er guckt nämlich. Obwohl er eigentlich blind ist, aber das weiß er nur noch nicht. Ach so, jetzt guckt er zu mir. Ja, ja, der guckt halt immer so ein bisschen mal da und mal da. Scheint doch nicht so einfach zu sein. Der eine hat eigentlich eine Schlafkappe auf. Der dürfte uns auch nicht sehen. Oder ich schleiche einfach mal vorbei, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. So. Aber die Nahkämpfe, die dauern echt schon ein ganz Stück länger. Also das geht jetzt nicht wieder Uncharted 1 irgendwie, wo man 3 Sekunden für Nahkampf braucht. Weil da konnte man wirklich reinrennen, Nahkampf, 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 Kampf vorbei. So ähnlich zumindest. Und hier kann man echt schon froh sein, wenn man einmal im Nahkampf ausschaltet. Das ist auch realistischer. Finde ich auch ganz cool gemacht, so mit den Abwehren, mit dem Interagieren, wenn er einen wirkt und so. Das hat schon was. So, Kamera spielt gerade ein bisschen verrückt eben gerade. Gut, hier im LKW, hier ist doch bestimmt... Ach nee, das ist ein Container. Wir müssen einfach so leise wie möglich sein. Mist. Wir wurden entdeckt. Schon. Vorsicht, Nate. Ja, das war's mit dem Überraschungsattack. Ich werde schnell ausschalten. Halt den Kopf und... Ah, nein, nein, hier keine Granate. Oh, 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 oh. Ihr merkt schon, ich konzentriere mich, weil ich rede gerade nicht. ich weiß, die haben uns nicht gesehen, aber... Jetzt mal ernsthaft, wo rennen die hin? Vorsicht! Oh nein, oh nein! Nein, 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 nein! Das ist wie in einem Big Joe, ne? Ja, ich wollte doch gar nicht zu dir. Es war nur versehen, ich wollte dich echt nicht belästigen. Wow, die mit Schalldämpfer ist echt gut. Erschreckend. Warum ist sie so gut? Naja. Okay, das mit den Granatenfangen, das klappt echt manchmal ziemlich gut, aber manchmal auch gar nicht. So. So, haben wir's. Wahrscheinlich noch nicht. Granate! Immer gut. Was zur Hölle? Nein, 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 nein. Meine Fresse, das war knapp. Das war haarscharf.
Ich würde glatt behaupten, das war die knappeste Szene bisher. Eben gerade. Und dass das funktioniert hat. Weil ich hatte schon viele knappe Szenen, aber dann bin ich halt verkrüppelt und... T-Bolt Sniper, ja, das nehme ich doch mal mit. Im Multiplayer ist das nämlich verdammt geil. Dieses schöne Gewehr. Finde ich auch gut, dass es nicht nicht nur einen Sniper gibt. Ich glaube, es gibt also das hier und noch eins. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt drei. Bin mir da aber nicht sicher. Okay, anscheinend können wir hier hoch. Wir sind fast da. Es ist hinter dem Dach. Geschafft. Ah, hier sind wir. So, jetzt fängt wieder die Trailer-Szene an, sag ich mal. Okay. Na los. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein. Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Schön zu beobachten, wie das Verhältnis von den beiden irgendwie besser wird. Keine Ahnung, was damals passiert ist. Aber anscheinend haben sie sich ja gestritten und mittlerweile... Oh, geht's ja wieder ganz gut. Okay, das ist scheiße. Das ist ganz schön scheiße. Okay, zum Glück weiß ich auf dem Trailer genau, wo ich lang muss. Deswegen weiß ich auch, dass da rechts dieser Gang explodieren würde. Deswegen klettern wir mal hier hoch. Bam! Ach, das ist schön, diese Stelle aus dem Trailer zu spielen. Ich habe so lange darauf gewartet. Herrlich. Ach, wie schön Koffer. Ich würde mal grob behaupten, das funktioniert nicht. Ich meine, wir sind so groß wie... Der Reifen. Selbst die Reifen sind größer. Braves Mädchen. Ich hab dich, na los! Okay, wunderbar. Und... Ups! Hey! Ich hab ihn, was? Ja. Bring mich einfach ans Fahrwerk. Okay. Entschuldigung, das musste sein. Ich musste ein bisschen die Effekte... Ah, okay. Perfekt! Spring jetzt! Okay. Hammergeil. Vielleicht sollte ich mal einen Geil-Counter einbauen. Wie oft ich schon in diesem Let's Play Geil gesagt habe. Oder Hammer oder Mega oder irgendwie sowas ähnliches.